So, servus, grüßt euch. So, wir haben heute was vor. Zwar, ich stehe ja gern auf Nostalgie, so quasi, auf so alte Sachen. Und es ist momentan in alle da die Hubwand. Und es geht ja alles mal schnell mit den Abreißgeräten. Und da ich ja einige Jahre bei einem Spessel, der hat einen Hupfer gehabt, den Hupfer gerissen habe, haben wir gesagt, machen wir mal eine gescheite Gaudi. Fahren wir zum Haus hinauf auf ein paar Leuten. Da hat einen Haufen Hupfer. Denk mal, der kommt mit seinen Abreißgeräten sowieso nicht mit seinen zwei, was er hat. Ich müsste mal meinen Eicher hinhängen und einen Wagen hinten nachziehen. Ich muss was mal machen, wie früher ist, dann reißt man mal ein paar gescheite Fuhr her, dass er meinen Hupferzupfer wieder nachkommt. Sind wir her. Und zwar haben wir da jetzt einen Eicher. Und vom Big Markus, von ein paar Leuten drum, wo wir bis 2017 einen Hupfer gerissen haben. Ich sage mal, dass der Wagen mit seinem Eiter wahrscheinlich auch schon ein paar hunderttausend Stück Hupfer gehabt hat. Ja, und da die sagen, bis in ein paar Minuten fahren wir. Und die Rehe, das wird ein Fetzen-Gaudi werden. So, es ist soweit, jetzt haben wir draußen den Hupfer. Jetzt zeige ich das einmal. Na, Markus, lach einmal! Au! Sauer und Fadel wird das! Ja, ich hab den noch. Wir sind auch, oder? So, Martin! Jetzt war's, auf geht's. Hau noch den Hund. Da ist nur weg. Halli. Haut's hier, oder? Jetzt auf geht's. Bock zu. Ab morgen gibt's Kopf.